Gegen 22 Uhr befuhr ein 25-jähriger Pkw-Fahrer eine Verbindungsstraße von Natterholz zur Staatsstraße 2214. Beim Einfahren auf die Staatsstraße übersah er ein vorfahrtsberechtigtes Auto. Trotz einer Vollbremsung konnte der Fahrer nicht mehr ausweichen und fuhr dem Unfallverursacher in die linke Seite des Fahrzeugs. Durch den Unfall wurden zwei Fahrer und vier Mitfahrer derart verletzt, dass diese mit Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert werden mussten. Feuerwehren aus Monheim und Warching, ein Notarzt und vier Rettungswagen waren bei diesem Unfall im Einsatz. Als Gesamtschaden gibt die Polizei ca. 6.000 Euro an.